Wir sind heute nach Wetzlar gekommen, um stellvertretend für alle Patrioten, Nationalisten ein Zeichen gegen Unterdrückungsmaßnahmen durch staatliche Behörden zu setzen. Jeder, der bei unserem Sommerfest in Haiger mit dabei war, weiß, worauf ich mich beziehe. Man möchte gemeinsam mit anderen Kameraden ein paar Würstchen grillen und werden vor der Polizei behandelt wie Schwerverbrecher. Natürlich haben sich auch die Ereignisse um den 24.03. in Wetzlar bei uns allen im Kopf eingebrannt. Denn auch dort fanden völlig überzogene Kontrollen unserer Leute statt. Einige wurden innerhalb weniger Stunden 7-mal von der Polizei kontrolliert. Das ist ein Skandal und die sichtbaren Signale für die Errichtung eines Überwachungsstaats nach George Orwell. Durch private Gespräche mit Polizisten weiß man, dass auch diese oft nicht mit solchen Maßnahmen einverstanden sind, da auch dort bekannt ist, dass die Gewalt von links ausgeht. Mit solchen Maßnahmen möchte das System uns weichkochen. Man möchte uns einschüchtern, damit die Person möglicherweise davon abgeschreckt wird und das nächste Mal der Veranstaltung fernbleibt. Umso mehr habe ich Respekt vor jeder Person, die hier steht und sich nicht einschüchtern lässt und sich aktiv für unsere Heimat einsetzt. Tagtäglich wird von diesem ach so tollen System gepredigt, dass dies demokratisch sei. Doch wo bleibt die Mitbestimmung unseres Volkes? Wo bleibt die soziale Gerechtigkeit für unsere Landsleute? Wo bleibt die Gleichbehandlung von Parteien? Fakt ist, die BRD stellt sich anders dar, als sie in Wirklichkeit ist. Man umgibt das System mit einer Hülle, um unser Volk zu blenden. Dann stellt euch mal vor, beim nächsten Grillfest der CDU oder SPD würden alle Gäste vom Betreten des Geländes auf Waffen und Drogen durchsucht. So etwas wird niemals passieren, da natürlich der angebliche Feind rechts steht, der bekämpft werden muss. Auch wenn wir heute nur wenige sind, wir stehen ja auch stellvertretend für viele Tausende, die Schnauze voll haben von dieser Politik und von diesen Typen wie Manfred Wagner, die meinen, über den Gesetzen zu stehen. Bisher dachte ich, dass wir in meiner Heimatstadt Büdingen den übergeschnapptesten Bürgermeister hätten. Aber zum Wetzlarer OB passt der Spruch, egal wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand ansetzt, jeden Tag kommt jemand, der aufrecht unten durchmarschiert. Am 16. Juli wurde im Wetzlarer Neuen Rathaus eine Ausstellung zum Thema schräge Typen vom Oberbürgermeister eröffnet. Ich hoffe, ein Bild mit seinem Gesicht hängt dabei, denn genau da passt er hin. Wie wir auch in der Causa Wetzlar gesehen haben, denken manche Politbonzen, gegen Recht sei alles erlaubt. Doch wir nehmen das Unrecht nicht einfach so hin. Im Nachgang ist man auch im Rathaus darüber auch noch verärgert, wenn sich diese angeblichen Nazis zur Wehr setzen. Deshalb sind wir heute hier, weil es wichtig ist, dies nicht aktionslos hinzunehmen, sondern Leuten wie OB Wagner und Landrat Schuster aufzuzeigen, bis hier ist die Linie, bis hierhin und nicht weiter. Denn ihr habt lange genug aktiv eine Politik gegen unser Volk betrieben, ohne dass es Konsequenzen nach sich zog. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bürger das auch mitbekommen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Denn wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes und kämpfen für unser Volk. Zum Abschluss noch ein Zitat, welches Theodor Köhner zugeschrieben wird. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder die Gerechtigkeit walten. Dann richte das Volk, dann gnade euch Gott.